Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute aus dem Hyatt Regency in Zürich am Flughafen. The Circle, yeah, the Circle. So, Themen, die wir heute haben, ist Lufthansa möchte die ITA kaufen, aber sie hat einige Bedingungen. Auf die gehen wir gleich ein. Dann TAP, auch ein Kandidat, den Lufthansa kaufen soll, aber da ist erstmal in der Kabine Streik angesagt, höchstwahrscheinlich. Dann sind wir im Hyatt. Was liegt da nicht näher, als euch noch an die Meilenaktion von Hyatt zu erinnern? Ihr könnt Meilen kaufen. Punkte. Dann geht es weiter. Ich habe euch ja bei Miles & More das Abo der Zeitschrift Grazia empfohlen. Grazia rudert zurück an den 6000 paar kaputten Punkten. Dr. Böse hat geschrieben, was ihr tun sollt, damit ihr die Punkte bekommt. Und natürlich auch an diesem heiligen Freitag, den 13., vom Stammtisch hier in Zürich, ich muss irgendwo auf Holz klopfen, Holz, heute nichts Schlimmes passiert, haben wir auch einen Deal mit der KLM, also SkyTeam, ja, ihr wolltet SkyTeam auch mal haben, jetzt nicht meckern, von Madrid nach Washington für 1599 Euro aufwärts. Das erste Thema kommt aber erst, wenn ihr natürlich den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, ein Like dagelassen habt und vor allem kommentiert. Ganz wichtig auch heute, ich nehme mein Notebook mit und ich werde am Stammtisch, ja, ich werde beantworten. Vielleicht, das ist eine geile Idee. Ich nehme die Sendung vorauf, ich spiele sie dann semi-live ab und werde dann am Stammtisch vielleicht die Kamera mitnehmen und wir werden mal gucken, ob wir Impressionen mitbringen. Es wird ein Versuch, ich kann es nicht versprechen. So, Kanalmitgliedschaft. Damit haben wir jetzt alles abgearbeitet. Das erste Thema. Lufthansa möchte ja die ITA haben. Das ist ja kein Geheimnis. Die ITA möchte Lufthansa haben. Das ist so wie Romeo und Julia. Man liebt sich, aber die Familie ist noch dagegen. Der italienische Staat hat ja da schon durch dieses, nennen wir es einfach mal Dekret, sich da jetzt kommen noch Nachrichten rein, muss das ausmachen, sorry, das Dekret erlassen, dass man jetzt bei der Lufthansa eine Minderheitsbeteiligung zulässt, dass es eine Fluggesellschaft sein muss, damit ist ja Zetaris raus und ganz wichtig, die trotzdem die Führerschaft haben. Das heißt also, dass eine Minderheitsbeteiligung sagt, wie der Laden zu laufen hat und der Staat, obwohl er die Mehrheit noch hat, dann nichts mehr zu sagen hat. Ist ja eigentlich gut. Die Lufthansa möchte auch eine Übernahme anstreben wie bei der Brussels. Heißt also, man kauft erst einen kleinen Anteil. Dann möchte man gucken, dass man die Bude rumgerissen kriegt. Und dann kauft man den Rest. Ob es jetzt zum Spottpreis ist oder nicht, das können wir jetzt mal dahingestellt sein lassen. Aber grundsätzlich ist es erstmal so, dass die Lufthansa die ITA nimmt. So, und jetzt geht es weiter. Nach Medieninformationen ist es so, dass die Bewertung 500 Millionen Euro aus Lufthansa-Sicht war. Jetzt hat Lufthansa gesagt, naja gut, machen wir 750 Millionen draus. Dann heißt es also, wenn wir 40% von der Bude nehmen, gibt es 300 Millionen. Zack. Ist natürlich wesentlich weniger als die 1,2 Milliarden, die man geben wollte. Und was die La Repubblica auch sagt, ist, man möchte eine Backout-Option haben. Wie der Name sagt, Backout, man möchte sich verpissen, wenn die Bude brennt. Heißt also, wenn bei den Freunden in Italien das alles nicht so funktioniert, und da hat Lufthansa ja auch berechtigte Zweifel dran teilweise, weil wir haben ja gemerkt, wenn die eine Regierung abgeht, dann kommt die neue, dann entgegen der Erwartung hat man jetzt natürlich der Lufthansa auch die ITA gegeben, aber das kann Italien sich ändern. Die haben ja mehr Regierungen gehabt, als McDonald's überhaupt Burger verkauft, hat man das Gefühl. Also die haben ja so viele Regierungen seit dem Zweiten Weltkrieg gehabt, müsste man Wikipedia nachschauen, aber ihr macht das ja bestimmt, postet das. So, und jetzt hat man natürlich bei der Lufthansa gesagt, wir möchten diese Backout-Option haben als Sondergeschichte. Man kann jetzt natürlich sagen, naja, die haben Angst, dass es nicht klappt. Klar ist die Lufthansa aus den Meyerhuber-Exkursionen 2009, glaube ich, war das, wo man die LH Italia aus dem Boden gestampft hat und da richtig Geld verbrannt hat. Vorsichtig geworden. Auch muss man sagen, Italien ist aber für die Lufthansa der zweitwichtigste Markt. Heißt also, man hat sogar aus den USA mehr Passagiere nach Italien geflogen, als man aus den USA nach Deutschland geflogen hat.
das sind natürlich Sachen, wo man sieht, dass Italien ein richtig wichtiger Markt ist und Air Dolomiti eventuell nicht unbedingt die Lösung für die Lufthansa. Also, ich bin gespannt, was da passiert. Und ein weiteres Thema ist Schadensersatzklage. Wir erinnern uns alle an den Kollegen Alta Villa mit Vornamen hieß er Alfredo Alta Villa, klingt irgendwie so wie Miracoli oder sowas, Mama Miracoli macht's, aber bevor wir hier uns das wieder lustiger machen, als es ist, ist es so, er hat die Alitalia oder ITA verklagt auf Schadensersatz, 7 Millionen, weil man ihn ja rausgeschmissen hat für seine Lufthansa-Vorliebe, aber Lufthansa sagt, diese 7 Millionen, das ist ein Risiko, den muss der Staat tragen, das machen wir nicht. Das ist auch noch so ein Punkt. Also dieses Rechtsrisiko möchte man dann auch nicht haben. Bevor wir weiter mit der ITA uns langweilen, geht für mich ganz einfach folgender Aufruf an euch. Schreibt unten, was ihr von der ITA-Übernahme haltet. Das ist auch vielleicht, glaube ich, die Frage des Tages. Macht das Vorgehen der Lufthansa bei der ITA für euch Sinn? Mit einer Backout-Option macht es Sinn, dass man quasi risikoavers sich verhält? Oder ist das etwas, wo ihr sagt, boah, die Feiglinge, entweder die gehen jetzt voll Attacke und machen das Ding oder sollen sie es nicht machen? Da hoffe ich auf eure Kommentare. Portugal, ich weiß, das ist dieses ostentative Ein- und Ausatmen, was ich mache, aber das ist etwas, was mich wirklich mehr schmerzt. Mich schmerzt es, wenn Crews anfangen, auf Streik zu gehen. Die Kabinencrew bei der TAP wollen ab 25. Januar, also ist noch ein bisschen Zeit, 12 Tage, wollen die streiken in Portugal. Und dieser Ärger, der da ist zwischen den Cabin-Crews und der Fluggesellschaft, hatte ja schon mal einen Streik gehabt. Das heißt, man hat, glaube ich, vom 8. bis zum 9. Dezember einen Streik. Und ich möchte euch nur das sagen, damit ihr, wenn ihr einen Flug mit der TAP, weil ich euch ja öfters auch Tipps gegeben habe, wie ihr mit der TAP nach Amerika zum Beispiel günstiger fliegen könnt oder sowas, dass ihr das auf der Agenda habt, nur damit ihr es euch merkt. Also ich möchte, dass die Leute sich alle vertragen. Wo man sich auch vertragen sollte, ist bei Hyatt. Allerdings nur ihr und euer Portemonnaie. Warum? Weil Hyatt eine Option hat, wo man Punkte kaufen kann. 25% gibt es als Buy-up bis zu 100.000 und also 110.000 Punkte, um ganz genau zu sein. Heißt also, man kann normalerweise 55.000 Punkte bei Hyatt pro Jahr kaufen. Und jetzt ist es so, dass man dieses verdoppelt hat. Also ihr könnt 110.000 kaufen. Und diese Promotion gibt euch auch dann nochmal 25%, die ihr sparen könnt, wenn ihr 3.000 oder mehr Punkte kauft. Wer eventuell eine Promotion von Hyatt bekommen hat, so wie ich, dass man auf die Punktewerte nochmal 20% Rabatt bekommt, da ist es vielleicht eine interessante Geschichte, das Punktekonto aufzubewerten und da zu gucken. Das heißt also, man kauft 110.000 Punkte. Die kosten normalerweise 2.640 US-Dollar. 25% Rabatt sind 1.980 US-Dollar. Hab's einmal eingetragen, das kommt dann Gott sei Dank so raus. Macht es Sinn? Ich höre euch die Frage stellen, macht es Sinn? Ja, es macht Sinn, Punkte zu kaufen, wenn ihr einen Use Case habt. Wenn ihr die Punkte nur kaufen wollt, um sie zu kaufen, dann sage ich nein. Weil es gibt Promotions, die sind manchmal besser. Und diese Promotion, die jetzt da ist, ist so eine, die ist semi. Aber es ist noch nicht eine, wo man 40% Rabatt oder mehr Punkte kriegt. Also das heißt, 40% mehr Punkte ist mehr als diese Punkte, die man jetzt mit Rabatt bekommt. Das wäre eine Sache, wo ich an eurer Stelle dann warten würde. Aber wenn ihr einen Use Case habt und weil ja die Aktion bis März Ende 29, wenn ich das richtig im Kopf habe, läuft, hat man vielleicht ein bisschen Druck, die Punkte zu kaufen, dann würde ich es empfehlen. Also bis zum 19. Januar könnt ihr noch zuschlagen. 6 Tage habt ihr Zeit. Wo ihr keine Zeit habt zu handeln, ist bei dem Angebot der Payback. Und zwar hatte ich ja gesagt, wer bei Burda das wunderbare Magazin Grazia bestellt, bekommt Punkte. Und die Punkte für 46,80 Euro waren 6.030 Punkte. Diese 6.030 Punkte sind, also einmal 6.000, einmal 30 Punkte, sind auch gut geschrieben worden. Wer jetzt auf sein Konto schaut, wird feststellen, die sind wieder abgezogen worden.
So, und das ist doch einfach nicht normal. Also da muss man doch ganz ehrlich sagen, Freunde der gepflegten Gastlichkeit, so geht es nicht. Ihr könnt nicht etwas versprechen und dann nicht halten. Und genauso sieht das auch Dr. Matthias Böse. Er schreibt in seinem Blog recht eindeutig: Ihr habt Anspruch. Wer aber auf die Punktegutschrift pocht, dürfte hier gute Chancen haben. Und das sollte Boda direkt als auch Payback zur Gutschrift mit Fristsetzung sollten auffordern. Nach Fristablauf kann dann entweder die Gutschrift weiterverfolgt werden oder ein Schadensersatzanspruch geltend gemacht werden. Und jetzt kommt der Transferbeweis. Man kann natürlich sagen, Payback-Punkte haben einen Wert. Warum? Weil ihr Payback-Punkte in Geld umwandeln könnt. Damit hat man also dem Ganzen einen Wert beigemessen. Aber wenn man jetzt hingeht und sagt, die Payback-Punkte über die Umwandlung zu Miles & More einen erheblichen Wert aufweisen, kann das ein spannender Weg sein. Also, das Muster gibt es bei ihm auf der Webseite rechteindeutig.de. Da gibt es dann das ganze Thema nochmal aufbereitet für euch. Kann sich auch kostenlos erst beraten lassen. Seine Conclusio gebe ich euch auch. Verträge sind einzuhalten, auch für Zeitschriften, Vertriebsunternehmen, die meinen, sich aus einer für Kunden attraktiven Aktion vielleicht so herauswinden zu können. Deshalb spricht mit ihm, wenn es euch das wert ist. Ich persönlich habe bei der Aktion nicht teilgenommen, weil ich wollte meinen Vater nicht mit diesem Magazin auch noch belasten. Jetzt haben wir natürlich einen Deal. Und dieser Deal geht heute von, ja, ihr werdet es gleich merken, von Madrid nach Washington für 1.599 Euro mit der KLM. Worüber fliegt KLM? Amsterdam. Buchungsklasse ist eine Mischung aus Zeppelin und J aus Julius. Dann gibt es keine Restriktionen für die Tage, wo man fliegen kann. Man muss kein End-Travel-Date beachten, man muss kein Sales-End-Date beachten, alles easy, alles peasy. Dann ab Mai 2023 gibt es gute Verfügbarkeiten. Ein Stopover in Amsterdam ist erlaubt, 75 Euro kostet der extra, 7 Tage Minimumaufenthalt, 12 Monate Maximalaufenthalt und 90 Tage vor Abflug muss gekauft werden. Ticket ist nicht refundierbar, aber Änderungen sind erlaubt. Wichtig an dieser Stelle: Fair Difference immer im Kopf behalten. Jetzt gehen wir einfach der Geschwindigkeit halber auf die Punkte ein. Und zwar die Punkte. Die Punkte von Madrid nach Amsterdam in der J-Klasse, weiter von Amsterdam nach Washington in der Z-Klasse hin und zurück, sind 19.164 Punkte bei China Eastern und bei Aeromexico. Delta Airlines gibt 19.052, 17.826 bei Virgin, bei China Southern 17.448, 14.288 gibt es bei Middle East und bei der Gol. Und dann gibt es 12.000, paar kaputte jeweils, also 800 und irgendwas, und einmal 2.360 bei der Saudi Arabian, bei der Czech, bei der Vietnam, bei der Aeroflot. Und dann 11.996 gibt es jeweils bei der Aeroflot, China Airlines, Siam Airlines, Air Europa, Korean Air und Garuda Indonesia. Jetzt wundert ihr euch, wie viel gibt es bei Malaysia Airlines? 9.978 und bei Flying Blue 0. Das stimmt wahrscheinlich wieder nicht. Da müsste man mal gucken, wie die das ausrechnen. Aber ihr wisst ja, gilt nur als Daumenwert. Dann haben wir natürlich auch Distanzen. Ich habe sie heute andersrum gemacht. Warum? Weil ich sie vergessen habe einzutippen, die Distanzen. Ihr wisst ja, mal mit Profis zusammenarbeiten. Deshalb muss ich die Zeit einfach überbrücken. Aber wir geben ein von Madrid über Amsterdam. Man muss dann nur Amsterdam richtig tippen. Und dann weiter nach Washington, was ja IAD ist. Man muss da aber auch einen Bindestrich zwischen machen. Ach, immer diese... Nee, ich mache das ja, um die Sendezeit zu verlängern. Ihr wisst ja, damit ihr länger guckt, damit ich auch Viewtime kriege bei YouTube. Deshalb machen wir das. So, jetzt habe ich es endlich eingegeben. 907 Meilen sind es von Madrid nach Amsterdam und 3.867 sind es nach Washington. Hin und zurück sind es die berühmt-berüchtigten 9.547 Meilen. Also doch schon eine nette Zeit in dem Flieger. Ich mache das noch auf Marble Blue und schmeiß euch das Bild auf den Post.
Ja, an dieser Stelle kann ich euch erstmal nur Danke sagen, dass ihr bis hierher geschaut habt. Ich gucke mal gleich, wie ich das hinbekomme, ob ich das einfach nur uploade und dann keine Impression vom Stammtisch bringe. Oder aber wir schauen, ob wir das irgendwie hinkriegen. Weil es im Restaurant ist, ist die Wahrscheinlichkeit eher nicht da, dass wir das so machen können. Ich danke euch erstmal, dass ihr hier dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch ganz, ganz wichtig, kommentieren und Kanalmitgliedschaft. Damit haben wir alle Themen für heute abgearbeitet. Ich hoffe, dass ihr entweder heute Abend beim Stammtisch dabei seid oder bei einem der nächsten Stammtische. Wien, Budapest, Berlin, Frankfurt. Also wir haben so viel da geplant. Auch Stuttgart machen wir. Ja, ich komme ins Tal. Ich muss es euch sagen. Also ich trinke hier erstmal einen und ich wünsche euch erstmal eine gute Zeit. Also bis morgen in Alter und in Frische und dann wahrscheinlich wieder aus dem Studio. Also bis dann. Ciao.